Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf diesem Kanal. Ja, heute möchte ich euch eine Seite zeigen, mit der ihr relativ einfach und mit wenig Aufwand Skins in CSGO verdienen könnt. Und die Rede ist von nextlevelgaming.net, Link ist in der Beschreibung. Und auf der Startseite sehen wir schon recht schnell erklärt, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr sammelt Punkte auf der Seite, könnt die dann ansparen und später dann gegen Skins eintauschen. Ja, wir müssen uns erstmal auf der Seite registrieren und nachdem wir dies getan haben und uns eingeloggt haben, finden wir uns hier auf dem Dashboard wieder, wo wir dann alle relevanten Informationen aufgelistet haben, wie zum Beispiel, wie viele Coins wir aktuell haben, dass wir 10 Punkte am Tag kriegen, wenn wir uns eingeloggt haben und dann finden wir hier eine Rangliste derjenigen, die die meisten Punkte bis jetzt auf der Seite gesammelt haben. Und ja, falls ihr euch auch irgendwann hier auf der Seite wiederfinden wollt, auf dieser Rangliste, müsst ihr natürlich erstmal Punkte verdienen und das tun wir ganz einfach hier oben links bei den Button Earn Coins. Und dann haben wir 4 verschiedene Möglichkeiten aktuell und zwar erstmal Offertoro. Ich nenne das Ganze mal wie so einen kleinen Marktplatz für Angebote. Und zwar findet ihr hier erst einmal Offers, also ganz normal Angebote, wie zum Beispiel, wie wir hier sehen, irgendwelche Facebook-Seiten liken, kriegt ihr 80 Punkte für. Irgendwelche Apps runterladen oder an irgendwelchen Gewinnspielen teilnehmen. Wir sehen, das Ganze bringt zwar schon okay Punkte, aber natürlich noch nicht die Creme de la Creme. Hier sehen wir nochmal die Apps separat aufgelistet. Halt nach Android und denke ich mal iOS, ja, aufgelistet. Könnt ihr machen. Aber nachdem ihr erst den nächsten Punkt, den ich euch gleich nenne, gemacht habt, und zwar Surveys, also Umfragen. Denn wie wir hier schon sehen, das Ganze bringt auf jeden Fall sehr viel mehr Punkte als alles andere. Und das Ganze ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Ich sage euch mal jetzt mal so Pi mal Daumen, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, so eine durchschnittliche Umfrage. Und mit denen könnt ihr dann relativ schnell und einfach Punkte verdienen. Und ja. Also wie gesagt, ich würde euch bei Offertoro auf jeden Fall die Umfragen empfehlen und wenn ihr die abgearbeitet habt, dann zu den Apps übergehen. Super Rewards ist im Prinzip genau das gleiche, nur wahrscheinlich von nur einem Anbieter. Und zwar finden wir hier auch die ganzen Angebote aufgelistet. Der Unterschied ist hier, dass es andere gibt und auch bezahlte Angebote. Das heißt, ihr kauft irgendwas und bekommt dafür Punkte. Würde ich euch jetzt mal erstmal nicht empfehlen, außer ihr seid daran interessiert. Aber ich würde euch, wie gesagt, hier eher wieder das gleiche wie bei Offertoro empfehlen, und zwar die Umfragen. Wie wir sehen, ist es auch hier relativ gut bezahlt. Und nachdem ihr das ausgefüllt habt alles oder abgearbeitet habt, könnt ihr dann vielleicht wieder zu den Apps switchen, beziehungsweise irgendwelchen Gewinnspielen teilnehmen. Ja, die dritte Möglichkeit ist, irgendwelche Seiten zu besuchen. Da klickt ihr dann hier auf den Link, werdet dann über Adfly weitergeschaltet und da wird dann natürlich da Werbung vorkommen. Ist natürlich jetzt über eine Überlegung wert, weil hier bekommt ihr relativ wenig Punkte für die Seite zu öffnen. Also ich würde es euch rein so vom Zeitmanagement nicht empfehlen. Außerdem weiß man ja nie, was bei Adfly irgendwie vorgeschaltet wird. Da habe ich schon auch sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also im Prinzip könnt ihr das hier so im Kopf behalten, aber wirklich brauchen tut ihr es nicht. Und ja, die letzte Möglichkeit an Punkte ranzukommen ist seinen eigenen Skins hier einzutauschen gegen Punkte. Hier sehen wir auch mal den Wechselkurs. 1 Dollar gleich 1000 Coins. Kann man machen, wenn man zum Beispiel einen sehr teuren Skin sich hier aussuchen möchte, dafür nicht genug Punkte hat und vielleicht irgendeinen Randskin hat. Dann könnte man das hier natürlich wunderbar eintauschen. Apropos eintauschen, wenn ihr dann irgendwann genug Punkte verdient habt, wie ich zum Beispiel, ihr zum Zeitpunkt des Videos 11.000 Punkte, könnt ihr dann hier auf Redeem Coins gehen und dann findet ihr hier 2 Möglichkeiten, einmal CSGO-Items und Steam-Keys. Wir interessieren uns natürlich erstmal hier für die CSGO-Items. Und wie wir dann hier sehen, ist das Ganze hier schön aufgelistet. Natürlich gibt es hier jetzt nicht die teuersten Skins, aber wir wollen natürlich erstmal realistisch bleiben und Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und wie wir hier sehen, habe ich mir dann die AK-47 Frontside Misty ausgesucht und viel testet. Das Ganze können wir dann, wenn wir genug Punkte haben, einfach hier mit einem Klick auf Buy Now bestätigen. Aber aufpassen, da kommt keine Bestätigungsseite, sondern ihr wird instant gekauft, wenn ihr genug Punkte habt. Und ja, wir machen natürlich hier einen sogenannten Live-Test, damit ich euch das Ganze zeigen kann, dass es auch wirklich funktioniert. Und ja, wir sehen dann, congrats, you just bought AK-47, bla bla bla. Und wenn wir dann auf diesen Link da gehen, der da gerade eingeblendet war, kommen wir dann auf die Seite, wo wir sehen können, was wir alles bis jetzt schon gekauft haben auf der Seite.
Wir sehen bei mir zum Beispiel, ich habe mir den ersten Skin, den ich mir geholt habe, war P250 Wingshot. Das war damals, als ich die Seite gefunden habe und dann erstmal ausprobiert habe, ob das wirklich funktioniert. Und voila, hier bin ich dann. Es hat funktioniert. Und wir sehen, ich habe schon ja, relativ viel eigentlich mir geholt auf der Seite. Und für den Aufwand eigentlich ein Top-Angebot. Und wir gucken jetzt mal kurz auf die Uhrzeit. 20.12 Uhr gerade. Und gucken wir mal und warten mal, wie lange das dauert, bis wir dann den Skin kriegen. So, da sind wir wieder. Und dummerweise habe ich es versäumt, auf atomuhr.de nochmal das einzublenden. Aber wenn ihr mir vertraut, unten rechts seht ihr die Systemzeit. Das Ganze hat ungefähr hier 3-4 Minuten gedauert, bis wir dann den Skin hier bekommen haben als Handelsangebot. Und wie wir sehen, der Admin der Seite ist ein Deutscher. Natürlich könnt ihr es auch auf der Impressumsseite sehen. Und ja, ganz einfach, wir nehmen dann das Angebot an und haben dann unseren Skin. Einfach hier auf Handelsangebot bestätigen und dann Handel annehmen. Dafür müsst ihr noch nicht mal irgendwie mit eurem Steamguard und eurem Smartphone da rangehen. Und dann, wenn ihr irgendwelche Sachen quasi geschenkt bekommt, wird das instant angenommen. Und wir sehen, der Skin ist derzeit, als ich das Video gestern aufgenommen habe, 9,20 € wert gewesen. Und das ist eigentlich schon relativ ordentlich. Also wenn man das ein paar Mal macht, kann man sich da bestimmt schon ein schniekes, nettes Knife ertraden. Ja, so viel dazu. Also der Live-Test hat wunderbar funktioniert. Wir haben uns einen schönen Skin geholt. Und wie wir hier sehen, die obersten Skins sind alle von der Seite. Und ja, das war es im Prinzip schon mit der ganzen Seite. Falls ihr dennoch irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben solltet, könnt ihr die natürlich gerne unter dem Video hier schreiben. Ich denke mal, der Admin wird das sehen. Oder ihr schreibt es ihm direkt auf der Seite unter dem Live-Chat. Und ja, wie gesagt, ich werde versuchen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, die selber auch zu beantworten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat und gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video.